Hallo, hier ist wieder Tozo61 mit einem Nicht-Live-Kommentar. Das heißt, ich darf mir mal wieder selbst beim Spielen zu gucken. Das ist voll schön. Nicht. Vor allem habe ich diesen Part gerade schon mal nachkommentiert und Audacity meinte sich erneut, nö, den Part darf's nicht kommentieren. Ja, der schöne Raum, in dem ich mich so dusselig anstelle. Das war zum Beispiel schon wieder schlecht. Und ich weiß nicht so ganz, was ich nebenher sagen soll, weil eigentlich spricht der Part für sich. Naja. Ich sitze hier mal neben und esse. Wie heißt die Dinger? Salikritz von Haribo. Die sind sehr lecker. Das sind diese Lakritzstückchen mit der Zuckerguss, glaube ich. Lasur außenrum. Oh, doch, die sind, finde ich toll. So, jetzt haben wir gerade den Eisbienen gefunden. Können damit Gegner vereisen. Zum Beispiel diese, worauf wir dann anschließend, wie ich gleich auch demonstriere, stehen können. Naja. Dementsprechend können wir jetzt an Orte, die vorher unerreichbar gewesen wären. Zum Beispiel da hoch. Wo aber jetzt nichts so Besonderes. Ach so, ja. Außer die vielleicht. Die sind irgendwie merkwürdig, die Viecher. Gut. So, da kriegen wir unsere nächste, ich sag mal, Aufgabe. In dieser tollen Stadt und wir müssen nach Crate beziehungsweise zu Crate, denn Crate, das wusste ich zwar in diesem Schein noch nicht, aber ich kann es ja mal sagen, ist ein Bossgegner. Naja, zwar nicht sonderlich spannend, aber da kommt wieder eine dusselige Stelle und zwar plopp. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen in dem Fall. Naja, das sind so ein paar KP, die eigentlich unnötig sind. Ja, oben rechts ist ein Loch, das verdeckt jetzt gerade die Karte. Jetzt nicht mehr. Was ich ein bisschen fies fand, weil ich im ersten Moment gedacht habe, so ist. Aber da dann doch ein Loch war, ist es dann uninteressant. So. Wieder mal ein Salikritz. Ja, da habe ich mich gewundert, warum auf der Karte ein Kringel ist. Weil ein Kringel bedeutet eigentlich entweder ein Missiltank oder Energiecontainer. Und da beides nicht war, habe ich mich irgendwie ein bisschen gewundert. Wie gesagt, ein Salikritz. So. Ja, da habe ich dann geguckt, wie man an die Raketen oben dran kommt. Dieser Raum wird noch wichtig, ist jetzt aber im Moment noch relativ unwichtig, bis halt darauf, dass da oben so ein Raketentank ist, den wir über dieses Viech da erreichen können. Oder eben nicht, wie ich gleich in einer unglaublich schönen Veranschaulichung zeigen werde. Dass man es auch genauso gut verhauen kann, so in etwa. Schön, nicht wahr? Der erste Versuch war auch sehr schön. Einfach mal daneben. Jetzt kommt auch ein sehr schöner Block. Einfach mal da unten vereist, wo er mir überhaupt nichts bringt. Aber mal aus Wut so ein paar kleine Viecher gekillt, die eigentlich nichts dazu konnten. Aber naja. So. Und dann glaube ich, ja, dann habe ich es geschafft. Wow, Missile Tank acquired. Ja. Yeah. Was sagt man in einem Nicht-Live-Commentary zu Metroid? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, das hässliche Trampolin. So. Den Fehler mache ich übrigens öfters, dass ich da einfach gegenlaufe. Ach, was war das denn? Naja.
genug. Safen und weiter geht's gleich vielleicht. Jetzt. So. Und da können wir jetzt wieder hoch. Und können daraufhin dann wieder nach Brinstar gelangen. Was wir auch wollen. Das heißt, wir dürfen es jetzt erstmal nochmal machen und dann können wir nach Brinstar gelangen. Weil ich natürlich wieder mal verkackt habe. Wie immer. Man kennt es ja inzwischen. Bla. Und damit sind wir wieder in Brinstar und müssen nach unten links. Ja. Ich guck auf die Karte. Ich guck immer noch auf die Karte. Ja, so. Und dann laufen wir mal. Diese Käfer sind übrigens nervig. Sehr sogar. Ja. Ich glaube an... Ne, war noch gar nicht da. Inzwischen weiß ich übrigens auch, wozu diese kleinen Käfer gut sind, aber ich sag's euch noch nicht. Weil es im Moment noch unnötig ist. Und damit ihr euch auch noch die nächsten Parts anguckt. Wahrscheinlich tun das jetzt manche allein aus Gehässigkeit dafür, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, einfach mal nicht mehr. Das ist euer Pech, dann erfahrt ihr nie, wozu diese kleinen Käfer gut sind. Muhahaha. So, hoch da. Hoch da. Ach, Samus, du bist... Nein. Pardon. Tod, du bist schlecht. Was machst du da denn für Scheiß? Hat auch gesehen, dass der Käfer wieder aufgetaut ist. Samus ist cool. Ich mag Samus. Also... Es ist irgendwie leicht ermüdend. Ich glaube, ich mach mal... Ach ja, die Viecher. Wer hat Fankoyal sie genannt? Luft, Boden und das Wort mit W, das ich in diesem Fall nicht aussprechen möchte und dass man zu jemandem sagt, der viel masturbiert. So. Warum ich das jetzt nicht sagen will? Ganz einfach, ich habe mir gedacht, ich reduziere mal die Anzahl von Flüchen und Schimpfwörtern in meinen LPs. Das könnte ein bisschen schwierig werden, vor allem bei schwierigeren Spielen oder bei Hacks von einem gewissen Herrn. Aber ansonsten, ja. Da habe ich mir gedacht, warum? Das ist voll unnötig. Naja. Machen wir einen kleinen Vlog-Part. Was habe ich denn heute getan? Ich habe heute gespeichert. Nein. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Bin zur Schule gegangen. Also ich habe gefrühstückt. Bin dann zur Schule gegangen. Hab da einen relativ langweiligen Tag verlebt mit 2 Stunden Film, 2 Stunden Mathearbeit und ein bisschen Unterrichtskram dazwischen. Die Mathearbeit war relativ einfach, so Sinus, Cosinus, Tangens, die ganze Ecke da, also relativ billig, da habe ich mich auch ein bisschen hochgegrindet gerade. Ja. Was war dann? Bin ich nach Hause gekommen. Hab 2 Videos verarbeitet, zufällig die Parts, die vor diesem hier hochgeladen werden, also solltet ihr sie dann, also zumindest den ersten heute, an dem Tag, an dem ich dieses hier nachkommentiere, sehen. Dann so gegen ungefähr 16 Uhr bin ich bei einem Let's Play von DK eingeschlafen, was jetzt eher positiv ist, DK, falls du das hier sehen solltest, ist es eher ein Argument für dich. Das ist eine sehr beruhigende Stimme, manchmal.
Kommt jedenfalls drauf an, was du spielst. Also Sonic eher nicht, aber im Moment halt, es war Zelda, glaube ich. Also Ocarina of Time. Und das war relativ entspannt. Und ja. Und da bin ich dann eingeschlafen, habe ungefähr bis 18 Uhr gepennt. Werde daraus folgend dann gleich, also wenn ich eigentlich ins Bett gehen wollte, nicht mehr schlafen können. Tja. Pech. Und anschließend bin ich mit meinem Hund gegangen, habe gerade was gegessen und jetzt sitze ich hier und nehme diesen Part auf. Ich habe auch die Aufnahme gestartet. Ich hoffe mal. Ja, habe ich. Coole Sache. Ah, da habe ich geprüft, ob der im Raum noch was ist. So, Vlog Part Auto einfach mal so abgeschlossen. Mehr habe ich heute nicht getan. Es ist auch kein richtiger Vlog. Es ist eher ein Audiolog. Immer noch besser als ein Textlog. Ja. Ich esse noch einen Salikritz. Nom. Erneut die Luftboden. WBR. Und ja, da gucke ich nochmal auf die Karte. Ich bin komplett falsch gegangen, denn ich hätte dann nach links gemusst. Aber ist ja eigentlich auch unwichtig, denn jetzt kommt der Super Mega Ultra Lag. Und damit geht das Video gleich sowieso vorbei. Aber es ist wirklich ein schöner Leck, oder? Also, doch, der hat was. Das ist so ein typischer... Yeah, ich versau dir jetzt den kompletten Aufnahmeschluss-Lag. Mal guckt euch das mal an. Das sind vielleicht 10 Frames oder so. Egal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, weil das Video jetzt gleich eh vorbei ist. Genießt noch ein bisschen Lag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.